Northkill, interessanter Name. Okay, Sheriff. Hackett. Was? Hackett wie Chris Hackett? Darum geht's jetzt nicht. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Nicht die geringste. Ihr steckt ein erstklassiger kosmischer Wir bringen uns jetzt um Super-Premium-Scheiße, Lady. Der einzige Ausweg? Halt deinen Mund und tu, was ich dir sage. Verstehst du das? Ich bin halt sauer, weil er so... Bitte. Können Sie aufhören, mich einzuschüchtern und mir endlich verraten, was los ist? Lebt Max denn noch? Ich verliere noch den Verstand! Was? Was sie jetzt zeigt? Ja, das sind die Charaktere aus dem Prolog. Genau, wir haben jetzt nochmal einen kleinen Zeitsprung zurückgemacht. Nein, wir schlagen nicht um uns, weil er gibt uns jetzt gerade, denke ich, eine Chance. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Moment gewesen wäre. Gehen wir. Wo sie die Schlüssel bekommen hätte. Keine Ahnung. Aber ich versuch's gerade damit, ihm entgegenzukommen. Hey, Sie! Arschloch! Sagen Sie uns endlich, was hier vor sich geht! Max! Haben Sie gehört? Fuck! Dich da um mich schlagen sollen? Max! Alles okay? Ja. Ich bin noch leicht benommen, aber sonst geht es mir gut, glaube ich. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Erst werden wir angegriffen, dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut. Und anderes Zeug. Der ist doch geplatzt in der Nacht davor. Ich meine, was ist nur passiert? Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, Nick zu retten. Ich wollte ein Geständnis. Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Naja, weiß es offensichtlich nicht. Ja, der Sheriff wollte unbedingt ein Geständnis von mir. Aber ich wusste ja noch nicht einmal, was genau ich gestehen sollte. Oh Gott. Was hat er benutzt, um dich zu zwingen? Eine Zange? Ein Schwert? Ein Locher? Nein. Was ist denn mit ihm? Er hat mich nicht gefoltert. Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von Northkill, schätze ich. Northkill? Ja. Max! Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in Northkill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist Hackett. Der ist geplatzt letzte Nacht. Deswegen sind die Klamotten auch weg. Verwandle sich am Anfang vielleicht Was nur nachts? Das? Wie so ein richtiger Damit Werwolf? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Week. So viel hey. Ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Komm, ich gebe ihm jetzt die sarkastische. Ich wusste nicht, dass wir Ihre Erlaubnis brauchen, Detective Pisswichser. Ja, das ist ein freies Land, Officer. Oh. Ne Hirn. Ja. Du trittst hier gegen alle Menschenrechte, mein Freundchen. Na schön. Die Hände hier. Na mach. Okay.
Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey, hey! Gehen wir. Hände weg, Mann! Na los, komm. Besser. Ich hasse das in solchen Games, dass die Leute sich immer hinstellen und sagen, ich sage euch gar nichts. Es würde die Situation zwar einfacher machen, aber ich sage euch einfach gar nichts. Hey, lassen Sie ihn! Ja, lassen Sie mich, verdammt. Ihr seid beide still. Wichser! Ich sagte, sei still. Hey! Hey, das dürfen Sie nicht tun! Nee, darf er auch eigentlich nicht. Sie tun ihm weh! Mann! Okay. Bestimmt irgendwas Nützliches. Nein, nein, geh mal hier wieder hin. Mensch, so. Weht der Wind in Northkill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute. Und der Sheriff liegt stets auf der Lauer. Sheriff Hackett scheint nicht sonderlich beliebt zu sein. Vielleicht ist das nicht das erste Mal, dass er jemanden widerrechtlich eingesperrt hat. Ja, genau, darum geht es mir. Wenn er sie wirklich nur... Wenn er sie wirklich, wirklich, wirklich nur beschützen möchte, hätte er sie befragen können, okay. Aber dann hätte er ihnen vielleicht sagen können, pass auf, ich muss euch ein, zwei Nächte meinetwegen beobachten, ob die halt aus ihrer Haut fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss man halt schauen, wie es weitergeht. Aber die Vorgehensweise von ihm finde ich so ekelhaft. Ich fand das schon an der Straße so übergriffig, so merkwürdig. Ich möchte da gerne das X hier triggern. Ein loser Stein. Keine Chance. Ich brauche so eine Art Hebel. Oh, sie ist auch noch eingesaut des Todes. Könnte gehen. Wir haben da einfach so einen Löffel liegen. Na gut. Ja, das müsste reichen. Hallöchen, Thiago. Ja. Für den nächsten, der hier ausbrechen muss. Was war denn da nun drin? Achtung, Mann, ich bin empfindlich. Kleiner Freak. Hey, sobald wir herauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Klar. Sobald ihr rauskommt. Halt, halt. Wir beantworten alles. Sie können uns aber nicht ohne Erklärung einsperren und erwarten, dass wir bestens gelaunt sind, okay? Handeln wir das aus. Du kannst nicht mit mir verhandeln. Bitte. Bitte. Hey, sie können uns nicht hier lassen! Hey! Komm zurück! Das sind so eine Zellen mit Toiletten, wo dir jeder zugucken kann. Fuck! Verdammter Scheißwichser! Erstmal Zeh gebrochen. Alles okay? Ist nur der Fuß. Halb so schlimm. Ich meinte das Verhör gerade.
Oh. Ja? Niemand schafft Max. Versuchen viele, schafft niemand. Ich meine es ernst, Max. Er hat viele Fragen gestellt. Einige äußerst spezifische Fragen über uns und wohin wir wollten, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe und... Ich weiß nicht. Meine Antworten haben ihm wohl nicht gefallen. Er fragte, wie du dich fühlst? Ja. Hat er dich nicht gefragt? Nein. Frech. Oh hey, hast du sein Namensschild gesehen? Heißt er etwa nicht Detective Pisswixer? Nein, Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett. Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp-Betreuer-Entführungsring? Das... Ich meine... Was? Er wirkt halt nicht wie ein Kidnapper, finde ich halt auch nicht. Aber irgendwas ist doch da los. Na gut, Sheriff Hackett wirkt jetzt vielleicht nicht wie ein typischer Kidnapper, aber wie ein Polizist benimmt er sich auch nicht. Was weißt du, wie Kidnapper wirken? Ich will uns einfach nur hier rausbringen und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen? Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wir sitzen im Nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. Wir ermutigen ihn ein bisschen. So weit wird's nicht kommen, Max. Er kann uns nicht ewig festhalten. Er scheint das anders zu sehen. Du musst positiv denken, niemals aufgeben. Warum? Wir könnten realistisch sein. Nein, verdammt! Denk doch an den Rest des Sommers, Max. Und Uni. Ich meine, ich will Tierärztin werden, seit ich denken kann. Das lasse ich mir nicht von diesem verdammten Pisser nehmen. Ist schon süß von ihr. Vielleicht studiert er sie. Draußen. Ich studiere Tiermedizin und du... wirst dann... Was? Ich werde was? Ich weiß von dem Brief, Max. Worüber redest du? Das Absageschreiben der Uni. Es lag bei deinem Zeug. Was wolltest du an meiner Tasche? Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hab mich geschämt. Aber dein Abschluss ist gut und dann erst dein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Fuck! Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Vielleicht ganz kurz, bevor ich die Entscheidung treffe. Der Chris Hackett. Ich denke, dass auch der Campleiter und so Bescheid weiß, sonst wäre der nicht so hektisch gewesen, als der unbedingt wollte, dass sie das Camp verlassen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Sheriff hier diese Kreaturen einsammelt, um sie zu studieren. Vielleicht möchte er einfach gucken, wie oft verwandelt er sich, wie sind so die Phasen. Vielleicht wollen sie einfach nur mehr darüber wissen. Und dafür muss er aber kriminelle Wege gehen, weil du darfst natürlich einen Menschen nicht einfach seiner Freiheit berauben. Und sie war ja auch mit da. Vielleicht will er gucken, hat sie sich infiziert, ansonsten ist sie definitiv Zeugin. Also es ist schon ziemlich krumme Kacke da.
Und ich finde natürlich, dass man das anders angehen müsste, aber das ist so mein Gedankengang, den ich da gerade habe, den ich irgendwie versuchen kann, gerade nachzuvollziehen. Tut mir leid, Max, das ist voll scheiße. Hey, es gibt aber Schlimmeres diesen Sommer. Tut mir leid. Ich hätte es sagen sollen. Du weißt, du kannst mit mir über alles reden, ja? Ja. Ja, ich weiß. Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem, was immer das auch war. Ja, genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Der Typ reagierte super schräg, als wir von der Sache erzählten. Erinnerst du dich? Als hätte er es schon gewusst oder so. Ja. Ja, das war richtig komisch. Was, wenn er gar kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett hier am Camp treffen. Aber da ist kein Mensch. Wir werden attackiert von einem Ding und dann taucht der Kopf auf. Das ist alles verschwommen. Ich weiß noch von der Treppe und dem Geruch von nassem Fell und einem Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich habe das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde, ist, Laura, ich habe nicht einen Kratzer. Ich sage, die verwandeln sich nur nachts. Hey, Es kommt mit der okay, andere Dunkelheit. Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön, ja. Davor habe ich doch gesagt. Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so, ja, kein Scheiß, Max, das passiert einmal im Monat. Ja, und? Ja, also, weißt du, Vollmond? Ja? Was, wenn, Okay. Nein. Stopp. Ich meine ja nur, vielleicht war es ja sowas wie, also ein Werwolf? Drehst du jetzt vollständig am Rad? Werwölfe, echt jetzt? Komm mal klar. Was ist so lustig? Ich habe wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay. Und wird es auch noch besser? Zombies? Aliens? Dimensions-Draculas? Tatsächlich habe ich eine Idee für einen Plot-Twist. Ich dachte, die Viecher sind dann immer so, aber ich glaube, die verwandeln sich echt nur in der Nacht und wissen tagsüber teilweise nicht mehr, was passiert ist. Vielleicht auch nur in der Anfangszeit, ich weiß es nicht. Was ich aber sicher weiß, ist, dass der Max geplatzt ist in der Zelle und dann zu diesem bösen Vieh wurde, am nächsten Morgen aufwachte und wieder ganz normal aussah und nur noch sein Schlüppi anhatte und keine Ahnung hat von dem, was passiert ist. Ich glaube, mit Nick wird das ganz ähnlich. Also könnte ich mir vorstellen. Was, wenn der Hackett, der da in dieser Lodge war, der dieses Camp hier betreut, die nicht nur jagt, vielleicht, sondern auch selber dazugehört? Was ist, wenn das so ein Familiending ist, wenn die Hacketts eigentlich die Werwölfe sind und die aber ihr Familiengeheimnis schützen wollen und deswegen so knallharte, der wurde doch so komisch aggressiv. Nein, und ihr müsst jetzt hier weg und ihr könnt hier nicht bleiben und so weiter und so fort. Vielleicht sind das selber auch Werwölfe. Vielleicht haben die anderen infiziert und die wissen halt, oh, wenn es halt Nacht wird, vielleicht auch nur um den Vollmond herum. Es kann sein, muss nicht sein, weiß ich jetzt nicht, ist ja auch egal. Also, da bin ich echt gespannt. Vielleicht ist das der Plot-Twist, dass die das gar nicht suchen und erkunden und machen und tun, sondern dass sie dazugehören. Dass die Teil des Problems sind, die Hackets.
Deswegen ist auch einer Sheriff. Weil er kann diese Fälle unter den Tisch kehren. You know? Die sind Teil des Problems, würde ich sagen. Deswegen hat er auch so darauf gepocht, dass sie nicht dorthin fahren, weil er wusste, dass dort ein Werwolf ist. Der wusste das. Ich denke, in dem Keller war der Campleiter selber. Der war selber da unten. Der hat sich da vielleicht eingeschlossen oder so. Ich weiß es nicht. Ist jetzt nur eine Idee, weil er halt weiß, dass er nachts ausflippt. Oder in dieser Vollmondnacht, whatever. Ist nur die Idee. Halt die Fresse, willst du antworten? Ryan, ja? Ja? Du willst Fakten? Ich hab Fakten. Unterbrich mich nochmal und ich bin weg. Wie du meinst. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick? Mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde doch einiges erklären. Dylan, deswegen auch die Luke. Offen zu bleiben, okay? In seinem Zimmer. Was ist mit deinen Geisterstories? Ist doch fast wie in deinen Geisterstories. Das sind nur Gruselstories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Der hat doch eine Luke in seinem Büro. Die runter in diesen komischen, krassen Keller führt. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel. Darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Juli inzwischen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Okay. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit einem Plan. Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also. Naja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst eine Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Werwolf bin, Laura. Nicht so laut! Also, was können wir denn tun, hm? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter? Okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Also, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Tja, scheint, als blieben uns nur zwei echte Optionen. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Oder? Wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Oh je, das ist jetzt eine echt gute Frage. Das Problem ist, dass ich in mir immer zwei Entscheidungen trage. Ich trage immer die Entscheidung in mir, die ich treffen würde, wenn ich in der Situation wäre. Und ich trage die Entscheidung in mir, die ich treffen würde, damit das Spiel günstig verläuft. Der politische Teil in mir sagt, hey komm, wir freunden uns mit ihm an und ziehen ihn auf unsere Seite. Aber der verängstigte Teil, der eigentlich nur nach Hause möchte, der seit einem Monat da eingesperrt ist, wahrscheinlich haben wir demnächst wieder Vollmond und dann wird's witzig, möchte lieber fliehen. Wenn ich da jetzt eingesperrt wäre, ich glaube, ich würde es versuchen, mit der Psychologie anzugehen. Aber ich hätte es halt schon davor versucht und nicht erst jetzt. Waghalsig, wir müssen fliehen, der hat eine Waffe. Wir wissen, dass er eine Waffe hat. Wir haben wahrscheinlich kein Auto. Schwierige Situation. Ich glaube, ich versuche den sicheren Weg mit der Neugierde. Okay, dann triggern wir seine gute Seite. Was dann? Brunch mit Piccolo jeden Sonntag, bis er seine Fehler einsieht und bereut? Ja, das war eher rhetorisch. Der Kerl hat keine gute Seite an sich. Die Hälfte der Zeit redet er nicht mal mit uns.
Weiß nicht, vielleicht knacken wir ihn ja. Laura, ich glaube, er wartet nur ab, bis er einen Weg gefunden hat, uns loszuwerden. Dauerhaft. Doch, das ist der einzige Weg oder wir bleiben optimistisch? Wir sind mal optimistisch. Er hätte uns schon die ganze Zeit loswerden können. Er hat es nicht getan. Das muss ja Gründe haben. Lass es uns versuchen. Ich glaube, wenn er uns töten wollte, wären wir schon tot. Worauf wartet er wohl? Also wenn das nicht klappt, dann fliehen wir. Deal? Ja. Deal. Ich glaube, der Max ist angespannter, weil jetzt schon wieder Richtung Vollmond ist. Okay, wie bringen wir den Kerl dazu, uns zu mögen, wenn er nicht mal mit uns redet? Ich weiß nicht. Er hat sicher einen Schwachpunkt, den wir ausnutzen können. Ist ja nicht so, als hätten wir sonst viel zu tun. Ja. Okay. Momentan habe ich immer Steißbeinprobleme. Ich glaube, hey, das... Megaman! Darf ich dich Megaman nennen? Entschuldigt für die Unterbrechung. Ich glaube, der ist euch deswegen gerade so unsympathisch, weil er wieder Richtung Verwandlung geht. Die Theorie ist, dass sie sich ja Richtung Vollmond verwandeln, wenn wir nach der Legende gehen. Und er scheint sich die letzten Nächte im letzten Monat nicht verwandelt zu haben. Vielleicht steht der Vollmond kurz bevor. Und bei dem Nick, bei den Teenager, war das so, dass der auch immer aggressiver wurde. Der wurde immer bösartiger irgendwie, bis er sich letztendlich verwandelt hat. Und vielleicht ist das mit Max auch so. Und da wir ja wissen, dass sie hier noch eine Narbe kriegt am Auge, gehe ich davon aus, dass sie die vielleicht von Max haben könnte. Also ich denke, dass es darauf hinausläuft. Und vielleicht ist er deswegen so anders. Weil normalerweise haben wir ihn doch als sehr zugänglich eher erlebt. Gerade auch im Prolog, wo sie ihn ganz schön rund gemacht hat wegen dem Verfahren. Und so ist er die ganze Zeit easy peasy lässig geblieben. Und jetzt ist er so... Ja, was erwartest du denn? Und knurrt sie die ganze Zeit so an. Ich denke, dass es daran liegt. Ich glaube, dass er sie hier drin gefangen hält, auch so lange, weil das Sommercamp noch läuft. Der will erst, dass das Sommercamp vorbei ist. Und damit quasi sein Bruder aus dem Camp auch herkommen kann, damit, weiß ich nicht, sie mit denen reden. Weil ich denke, sie werden sie einweihen, weil sie müssen ja entscheiden, ob sie sie töten oder ob sie sie... Naja, zu ihren Freunden machen, dass sie halt nicht mehr weggehen können, dass sie ihnen erklären, du verwandelst dich jetzt immer. Du musst hierbleiben, du kannst hier nicht mehr weg, wir müssen da eine Lösung für finden. Entweder bist du verschollen oder keine Ahnung, aber dass sie da halt eine Lösung für finden. Ich glaube, deswegen behält er sie so lange da, weil das Sommercamp immer noch läuft. Weil er ihnen vielleicht doch seinen Bruder vorstellen will oder keine Ahnung. Und solange will er gucken, wie sich die Lage hier entwickelt. Ist der Gedanke, den ich habe. Kann auch falsch sein. So, wir gucken mal auf die Wege ganz kurz. Da haben sich ja ein paar aktualisiert. Oder auch nicht. Warum sind da keine... Laura versuchte Max zu helfen, nachdem er im Sturmkeller angegriffen worden war. Genau. Max war um Lauras Wohlergehen in der Gefangenschaft besorgt. Laura fühlte wegen des Absageschreibens mit Max. Okay, also bisher sind wir auf seiner Seite. Ich mag deine Gedankenwege. Danke, Elflin. Manchmal habe ich meine Momente. Laura sagte dem Kopf die Wahrheit über den Unfall auf der Straße. Ist halt die Frage, ob er es glaubt, aber... Decker baute den Verteiler aus? Ja. Der Minivan sprang nicht an? Ja. Der fiel rein und wir haben uns entschieden, ihn untergehen zu lassen, weil ich dachte, schwarzes Wasser findet er vielleicht eh nicht wieder, aber ich... Ich habe Angst, dass ich das noch recht. Aber das weiß man ja vorher nicht. Ja, das haben wir schon gesehen. Haben wir auch schon gesehen. Genau. Dylan öffnete die Falltür in Chris' Büro. Dylan lockerte eine Sprosse der Leiter. Das müssen wir uns merken, das könnte uns noch zum Verhängnis werden. Hatten wir auch schon. Schoss sich den Finger ab. Okay. Ich weiß nicht, warum da mal Ausrufezeichen stehen. Vielleicht ist das noch ein Fehler. Wer weiß, was haben wir denn da?